Flamur Schorla Fokusstrategie. Donnerstag, der 10. Februar 2022. Und zwar haben wir hier eine Folgendes, wir wollen auch hier wieder einen Vektor nehmen, einen sogenannten Richtungsvektor, aber das mal im dreidimensionalen Raum. X, Y und Z. Und zwar haben wir Folgendes. Wir bewegen uns hier 1, 2, 3 in die Richtung, 3 Schritte, dann 4 nach rechts, 1, 2, 3, 4 nach rechts und dann 5 drauf, 1, 2, 3, 4, 5. Also wir sehen, das ist hier im Raum drin. Also wenn man jetzt hier an eine Ecke von einem Raum geht, dann bewegen wir uns von dieser Wand da hinten weg, um 90 Grad da vorne. Sehen wir das so? Und wenn wir dann hier unten angekommen sind, dann gehen wir 4 Schritte im Raum, also an der Bodenfläche entlang. Und wir können hier sonst auch unten ein Rechteck aufstellen. Da ist die Distanz, da ist 3. Die Distanz da ist 4. Und von hier raus geht es dann rauf um 5. Vielleicht ist das die beste Möglichkeit, um das zu zeigen, was eigentlich hier passiert. Dass es so darstellt. Und jetzt haben wir hier oben also, und jetzt haben wir hier den Vektor, oder hier richtig, nochmal 5. Das heisst, wir haben hier oben einen Punkt mit den Koordinaten 3, 4 und 5. Und der Vektor selber, das ist der Punkt, das ist eine Punktangabe. Der Vektor, das ist 3, 4, 5. So geschrieben. Das heisst, es geht ihm richtig vor. Lauf 3 Schritte weg von der Wand. 4. Also lauf 3 Schritte weg von der Wand gegenüber. 4 von der Wand weg, wo links steht. Und 5 Schritte nach oben. Oder 5 Schritte vom Boden weg nach oben. Das ist eigentlich der Richtungsvektor. Und gleichzeitig sagt uns das aber auch, wie lang das ist, wie gross die Distanz ist. Und jetzt, wenn wir gerade bei dem Thema sind, also jetzt erstens mal, wir können den Vektor einfach verschieben, parallel, in alle Richtungen. Wir können zum Beispiel sagen, wir wählen als Startpunkt hier aussen den Punkt 5, das ist der 4, 5 und dann 7. Dann sind wir hier bei 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und starten hier. Und von hier aus gehen wir 3, 4, 5, also 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 nach rechts, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann 5 drauf, 1, 2, 3, 4, 5.
Dann nimmt genau den gleichen Vektor, schaut in die gleiche Richtung und hat, und zwar ist der unterste gleich lang. Das können wir auch irgendwo hier oben machen. Also hier Startpunkt, 3 vorne, 1, 2, 3, 4 rechts, 2, 3, 4 und der 5 drauf, 1, 2, 3, 4, 5. Und auch hier können wir wieder, also am Boden entlang, zeichnen, was hier eigentlich ist. So sieht das aus, das heisst der Schattenpunkt von dem hier oben, also, oder das Lot, wenn wir, also, wenn wir hier, sagen wir das Lot, wenn man von hier aus einen Faden spannt mit einem Gewicht, dann wird das hier unten zum Stillstand kommen. Gilt hier einen auch. So, das ist jetzt einmal der Vektor, den kann man also im Raum einfach beliebig verschieben. Der Vektor hat kein Anfangspunkt. Aber wenn er einen Anfangspunkt hat, dann hat er einen Endpunkt. Heißt also, der Anfangspunkt, der ist unbestimmt, nicht bestimmt. Aber wenn man ihm sagt, wo das er starten soll, dann weiß man, wo er reinführt. Weil man kennt die Richtung, wo man sich bewegen muss, von dem Punkt entfernt. Das ist eigentlich dort die Hauptaussage. Das ist jetzt einmal das Erste. Das ist der Schritt 1. Und jetzt Schritt 2, wenn wir jetzt hier die Distanz berechnen. Ich denke, das mache ich gerade im nächsten Video. Dann haben wir das nämlich auch noch gehabt. Und dann gehen wir nachher langsam ins, gehen wir mal ins Plus und Minus rechnen. Das hilft eben auch zum Verständnis von der Vektorgeometrie oder um Rechnen mit Vektoren. Das kann auch noch helfen. Dass man das besser versteht.